Meine Damen und Herren, wir sind hier an der Langstraße und zwar in unserem temporären neuen Büro, hier gerade hinter uns im ZKB-Gebäude. Und an der Langstraße wird einem eines bewusst, Sicherheit ist wichtig. Und um Sicherheit geht es auch im heutigen Aktientipp. Wir kaufen nämlich G4S, das Unternehmen aus England, das sich darauf konzentriert, Sicherheit zu bieten. Es hat 585 Mitarbeiter und ist als Dienstleister unterwegs. Und das ist gar nicht so sicher, so normal. Gerade in England gibt es vor allem Erdölfirmen, Mineralfirmen, Rohstofffirmen und natürlich auch die Banken. Und wenn man englische Aktienindexe kauft zum Beispiel, hat man viel zu viel von diesen Unternehmen, die man ja gar nicht übergewichten möchte. Auch in der Schweiz ist das so. Wenn Sie den SMI kaufen, haben Sie doppelt so viele Banken und Versicherungen, als es tatsächlich in der Schweiz gibt. Und Sie haben fünfmal mehr Gesundheitsunternehmen, als es in der Schweizer Wirtschaft gibt. Sie machen also eine Übergewichtung, wenn Sie den Schweizer Index kaufen. Sie kaufen viel zu viele Banken und noch viel mehr Gesundheitsunternehmen. Was Sie zu wenig kaufen, sind Dienstleistungsunternehmen. Wenn man einen Index kauft auf der ganzen Welt, das gilt sogar für den großen Standard & Poor's 500, kauft man viel zu wenige Unternehmen, die im Dienstleistungssektor sind. Und jetzt sehe ich das Unternehmen G4S, ein Dienstleistungsunternehmen, und kaufe es, denn Dienstleistungsunternehmen sind eine gute Diversifikation für unser Portfolio. Das war meine Entscheidung. Ich kaufe 15 Aktien von G4S und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.